Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Try. Wir gucken uns heute Brickforce an. Dieses ist ein Klötzchenspiel, also ein Sandbox-Spiel, so wie Minecraft. Nur, dass wir hier nicht Minecraft spielen und irgendwelche Häuser großartig aufbauen. Nein, wir bauen hier Maps, auf denen ihr dann selber gegeneinander Ego-Shooter zocken könnt. Also jede Menge Geballer, jede Menge Klötzchen, was will man eigentlich mehr? Dieses Spiel ist doch ziemlich erfolgreich in letzter Zeit, obwohl es immer noch in der Beta steckt. Und jetzt ist die Open Beta rausgekommen und ihr könnt euch anmelden. Ich packe euch den Link in die Beschreibung und ja, wir joinen einfach gleich mal in ein Game rein. Ich zeige euch aber erst nochmal ganz kurz davor, wie das hier anläuft, also abläuft mit den Items, genauso wie bei Command Arms. Also man hat Items, die kann man anlegen, ein paar hat man von Anfang an hier für immer und dann gibt es einen Shop und da kann man sich dann Waffen kaufen. Hier für Ingame-Geld, ich habe vielleicht so 10 Spiele gespielt, 3800 bekommen und hier so für 7 Tage kosten Waffen so 7000, 8000, wie ihr seht. Relativ teuer, finde ich. Die Entwickler sind aber noch bei, die ganzen Preise auszugleichen. So, jetzt geht's erstmal in ein Match und dann könnt ihr das Gameplay sehen. Und da drücken wir schon mal auf Start und los geht's in diesen Raum und wir gucken uns einfach mal das Gameplay auch an. Wir sind jetzt hier drinne und dann kommen schon die ersten Feinde auf uns zu. Ich werde noch, darum kann ich noch nicht schießen, jetzt geht's los. Und ja, man sieht rechts, ob ich einen Kill gemacht habe oder nicht. Oben seht ihr, wie der gerade aktuelle Punktestand ist. Es ist wahrscheinlich gerade so eine Art Team Deathmatch, in dem wir uns hier befinden. Oben links ist natürlich die Karte. Da sind aber leider keine Gegner drauf zu sehen, sondern nur Verbündete. Die Map erinnert extremst an CSS. Also Counter-Strike eigentlich allgemein. Und die Grafik erinnert mich von den Waffen her so wirklich an Borderlands. Also wenn man gerade mal so die Waffe anguckt mit diesen schwarzen Umrissen und so. Sehr geil finde ich das, weil ich liebe die Grafik von Borderlands. Sprinten kann ich leider auch nicht. Na! In your face. Mist! Ja, mit den Granaten zielen, das ist ein bisschen anders, finde ich, als in anderen Spielen. Weil, nachladen. Schon. Oh, super. Wie heißt der? Kerle. Ich habe Kerle umgebracht. Ja, und die Map ist wahrscheinlich auch irgendwie von irgendeinem Nutzer selbst gebaut worden oder vielleicht auch von dem Brickforce-Team, weil die sieht halt ziemlich geil aus. Komm jetzt, stirb. So. Ja, man hat auch eine bestimmte Lebenspunktenanzahl, sieht man unten links. Eigentlich alles. Ups, das ist ja ein Verbündeter. Genauso wie ein. Ah, Command Arms. Und hier seht ihr, ich bin gerade Platz. Keine Ahnung, steht nicht da. Auf jeden Fall habe ich 3 Kills, 1 Assist und 1 Death. Also Assist gibt es ja auch. Im Vergleich zu Command Arms finde ich das zum Beispiel besser. So, da hinten ist jemand. Den würde ich gerne umnieten. Naja, sprinten kann ich nicht, habe ich ja glaube schon gesagt. Und gameplay-technisch, naja, man hat hier irgendwie noch gar kein, wie heißt das so, Mausbeschleunigung, wie man es vielleicht von Call of Duty kennt. Also wirklich, wenn ich so weit, wie ich die Maus drehe, bewegt sich der Charakter auch. Und ja, das Gameplay ist halt doch extrem einfach gehalten, aber genau das ist es, was ich an diesem Spiel auch so hart feier. Einfach diese simple, also alles ist ja relativ simpel gehalten, auch dieses Blocksystem, die Grafik und trotzdem macht das Spiel einiges her. So, komm schon. Sag mal, was ist denn los? So, der wird jetzt erstmal umgenietet. Und ja, bald geht das Spiel in die Open Beta. Und da kann sich dann eigentlich auch jeder anmelden, beziehungsweise wenn ihr einen Freund habt, der das Spiel hat, könnt ihr ihm sagen, hey komm, ich möchte, dass du mich einlädst in die Open Beta. Und die Kisten kann man übrigens auch zerstören hier, wie man sieht. So. So, den haben wir auch. Fire in the hole, fire in the hole. 6 Kills, yay. Big Party. Nein, unser Respawn. Gut. Ah, oh, und er freut sich. So, wir sind jetzt hier bei 45 von keine Ahnung wie viele Punkten, von 160. Aber ich möchte euch nicht das ganze Gameplay zeigen, denn ich stelle euch ja noch, das ist ja Let's Try, ich möchte euch ja die ganzen Facetten des Spiels zeigen, noch kurz den Map-Editor vor. Boah, von wo denn? Ja, verdammte. Ja. Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr nett gemacht, das Interface und so soll alles auch nochmal in der Beta überarbeitet werden. In der Open Beta, dann kommt sehr bald raus. Und nicht mit mir, mein Freundchen, nah Mist. Und ich werde jetzt einfach mal sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal den Map-Editor an. Wenn ihr euch eine Map erstellen wollt, dann geht ihr einfach hier in den
Map in die Server, in dem ich jetzt hier bin, und erstellt euch eine neue Map. Da drückt ihr einfach um auf Erstellen und dann gibt es hier Empty Slot und da könnt ihr euch dann auswählen, was ihr für eine Grundlage haben wollt, wie viel mal wie viel Felder, zum Beispiel hier 50 mal 50 Felder oder hier 50 mal 50 Felder, aber in die Tiefe auch nochmal 5 aus Steinerde oder Gras. Ich nehme jetzt hier mal Gras und der Himmel kann rot, orange, lila, alles sein. Ich nehme jetzt mal hier den Himmel und stelle ein, dass nur ich allein diese Map baue und gibt dir einen Namen und zwar Jabak. Yeah, so. Yay for Bug oder wie man auch immer diesen Kanal nennen möchte. Dann bin ich jetzt hier, ich falle von oben auf die Map runter und kann dann anfangen, was zu bauen. Zum Beispiel nehme ich mir jetzt hier mal den Block. Und upsala, mit Rechtsklick entfernt ihr Blöcke. Und das ist nämlich anders wie in Minecraft und daran musste ich mich erstmal richtig gewöhnen. Und dann könnt ihr anfangen, die Map zu bauen. So, Stück für Stück. Mit B kommt ihr in das Menü, dann Spawnpunkt blaues Team und Spawnpunkt rotes Team. Dann haben wir hier blaue Team. Da kommen hier die Spawn-Initiale drinne und dann spawnt hier noch einer und da und da und da. Ihr müsst nämlich 8 Stück insgesamt setzen. Okay, habe ich jetzt gemacht. Und dann das andere Team. Flup, 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 spawnt hier. Und wenn ihr die Map dann wirklich spielen wollt im Multiplayer, dann könnt ihr Escape drücken und auf Registrieren. Und dort müsst ihr euch dann die Map erst kaufen. Und zwar für die Ingame-Punkte, die ihr euch erspielt. Ich bastel aktuell an diesem Spiel auch an der Map rum. Und zwar möchte ich eine Two Towers-ähnliche Map bauen, weil ich dachte mir, was könntest du für eine Map bauen? Und dann dachte ich mir so, meine Lieblingsmap in allen Shootern zusammengenommen ist doch eigentlich Two Towers. Also möchte ich eine Map erstellen, die so ähnlich ist. Große Projekte lassen sich ja auch wunderbar umsetzen und ich freue mich umso mehr, weil ich hier schon eine Menge Arbeit reingesteckt habe, dann darauf, die dann wirklich auch in diesem Game zu zocken und ein Gameplay auf dieser Map soll es auf jeden Fall geben für euch. Ich packe euch meinen persönlichen Link nochmal unten in die Beschreibung, da kriege ich irgendeinen coolen Hammer oder so, wenn sich 5 von euch da anmelden. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi!